Herzlich willkommen zur 190. Folge Space Exploration mit dem Felix. Bei dir ist ja ganz schön was kaputt gegangen gerade. Oh, wo ist denn eingeschlagen? Irgendwo mitten in der Schienenstrecke, würde ich mal behaupten, oder so, oder nahe an der Schienenstrecke. Nein, mitten in die Schmelze. Das ist auch gut. Alter, ist doch nicht dein Ernst, oder? Aber wieso ist das kein Strom mehr drauf? Moment, war schon die ganze Zeit kein Strom drauf? Möglich, weiß ich aber nicht. Oh ne, da ist ein Strom was kaputt gegangen. Okay. Hm. Diese Wärmetauscher kann man aber auch echt nur schlecht aufbauen, oder? Also du hast entweder die Option, du verzichtest auf den Punkt, dass der vernünftig sitzt, oder auf den Punkt, dass der vernünftig sitzt, so ungefähr. Weil du halt wohl oder übel das Problem hast, dass du zwei Outputs hast und einen Input. Sonst kannst du ja eigentlich sagen, immer einmal gerade durch da und jetzt darfst du halt noch ein zweites Rohr irgendwo da so rumlegen. So, das ist immer ganz toll. Alter, sogar den Zug hat's erwischt. Aber nicht kaputt, sondern beschädigt. Nee, zum Glück nicht. Oh, das passt. Passt. Das passt noch nicht. Das passt auch noch nicht. Passt. Das passt. Theoretisch sollten. Wieder Bauroboter wieder frei werden, okay. Aber wieso haben die denn jetzt keine Lust mehr, Landfill zu setzen? Weil das mit Arbeit verbunden ist, wenn du das noch nicht gemerkt hast. Okay. Gut, also die sind hier gut am Produzieren von diesen Vulkanitblöcken. Die sind gut am Fördern von Vulkanit. So, aber jetzt muss ich mir trotzdem irgendwie... Gedanken darüber machen, wie ich jetzt nochmal irgendwie eine ganze Menge an Eisen irgendwie hier ranbekomme. Was ist das hier unten? Spice Beryl. Von dem einen fällt es mal zu weit weg, von dem auch. Beryl. Mal gucken, ob es irgendeine Möglichkeit gibt,
Eisenerz ranzukommen. Ja, Kernfragmente, toll. Hm. War jetzt nicht das, was du gehofft hattest zu hören, oder wie? Ausgang voll, Ausgang voll, okay, Ausgang voll, okay, Ausgang voll. Ausgang voll. Fortschrittliche Schmelze, okay. Das heißt, es muss man vorher. Klingt wundervoll. So, Beryllium Barn. Beryllium Platten.
Ich lieb's ja, Blueprints zu konstruieren, das bringt so viel Spaß, wenn man total viel Platz hat dafür. Das Traurige ist ja, eigentlich habe ich ja unbegrenzt Platz, wenn ich den Bodenbelag dafür hätte, so ungefähr, ne? Wieso kommen jetzt da? So, jetzt habe ich natürlich massenhaft an Beryllium-Platten rumliegen. Naja, an Beryllium-Ingots, oder wie die heißen. Mhm. Barren. Ich weiß nicht, wo ich da hin soll. Schön ist, ich brauche um und bei nochmal über 6000 von diesen Gerüsten alleine nur, um die Wärmetauscher zu platzieren. Da ist ja aber noch nicht mal inklusive drin, dass ich nach den Wärmetauschern ja auch noch so ein, zwei andere Dinge brauche.
Und dann fehlt ja noch die ganze andere Seite mit gewissen Maschinen. Aber ich näher mich zumindest ja langsam dem Punkt an, dass ich mal wenigstens fertig bin. Aber langsam. Den Punkt würde ich auch ins genommen. Das ist der Vorteil, wenn man keine Erzfelder hat und sich die Ressourcen dazu schießen lässt, ne? Inventar ist voll. Ist das so? Das ist wirklich volles Spiel. Da gehen immer nur 17 Barren rein. Ungünstig. Ja, es tut mir echt leid, dass ihr jetzt hier überhaupt nicht produzieren könnt, aber ich muss halt nochmal so 20.000 bis 30.000 Waren loswerden. Wie viel sind da jetzt noch drin? 2400. Aeroframes voll.
Stahl leer. Ungünstig. Ja, leicht. Wenn nicht alle Kisten hier komplett voll wären, ne? Was wäre dann? Würde es wesentlich einfacher und schneller gehen. Das ist natürlich ungünstig. Allerdings sind wir leider am Ende der Folge angekommen. Warum? Weil es leider ein Fakt ist. Okay. Oder kannst du seit neuestem nicht lesen? Nee. Na dann. Gut, dann würde ich sagen, uns rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.